Und liegt der Fall auch noch so schwer, wir bleiben cool und denken quer. Dann kommen wir drauf, dann drehen wir auf und aus dem Wind wird ein Orkan. Wir fegen los die Straßen lang, wir finden jeden Mister unbekannt. Ob kleine Fische, ob großes Moos, die Soko Wisma powert los. Na, wie viele Körper hast du schon geworfen? Drei. Yes! Sehr gut. Mary Lou, magst du auch den Käse mitbringen? Die Würste sind schon fertig. Und den Ketchup. Prima. Oh, lecker. Das ja. Magst du dabei? Ketchup. Und ich brauche Wein. Ja. Wer mag noch Wein? Und Saft. Magst du noch Wein? Ja. Ja. Total ist Paul Jörgensen, der wohnt da vorne in dem Haus aus Teil einer Mehrgenerator. Jedenfalls mit WG am Ende. Mehrgenerationen-WG. Ja. Das heißt, dass Leute unterschiedlichsten Alters zusammenleben. Ja, ich weiß, was das ist. Ich weiß nur nicht, warum die Deutschen es so kompliziert nennen müssen. Vielleicht, weil das Zusammenleben an und für sich schon kompliziert genug ist? Moin. Moin. Moin, Helene. So, was haben wir hier? Du sieht nach Frühsport aus, ne? Ich behaupte mal, durch Jogging ist er nicht gestorben. Nee, er hat einen heftigen Schlag auf den Hinterkopf bekommen. Schädelfraktur. Lass mich raten, mit einem stumpfen Gegenstand, den du leider noch nicht exakt benennen kannst. Grundfalsch. Es muss ein spitzer Gegenstand gewesen sein. Aber benennen kann ich ihn tatsächlich noch nicht. Vielleicht war es ja ein Unfall und er ist einfach nur unglücklich gestürzt. Naja, es ist ein Lochbruch. Das und die Lage oberhalb der gedachten Hutkrempenlinie weist auf einen Schlag hin. Bei einem Sturz wäre es wahrscheinlich ein einfacher, linearer Bruch unterhalb dieser Linie. Okay, danke. Todeszeitpunkt, weißt du schon? Zwischen 6 und 7 heute früh. Also die KTU hat den ganzen Garten durchsucht, aber noch keine Spur von der Tatwaffe. Haben die vielleicht was anderes gefunden? Also die Erde ist noch ein bisschen feucht, vielleicht haben wir Glück auf einen Schuhabdruck. Oh, mein Timmermann hat einen neuen Fanclub. Tja, sieht ganz so aus, hä? Nee, das sind die anderen Bewohnerinnen. Der Tote hat mit 3 Frauen zusammen gewohnt. Um Gottes Willen, ich habe immer gesagt, allein unter Frau, lebensgefährlich. Ich habe jeden Morgen mein Yoga gemacht. Oh, habe ich ihn da liegen sehen. Hm. Haben Sie denn sonst noch irgendjemanden gesehen? Carla, komm. Lass mich. Kommt. Das Letzte, was die Polizei jetzt brauchen kann, sind heulende Frauen. Mama, was ist denn hier los? Ach, Leon, Schätzchen. Das ist mein Sohn. Er ist in Ferien, er hat bei einem Freund übernachtet. Sind wir jetzt alle in Gefahr? Moin, Lars Pöllmann, Kripo Wismar, meine Kollegin Börnsen. Ach, wieso in Gefahr? Die Nachbarn, sie hassen uns. Robert und Frieda Thaler, er ist im Vorruhestand, sie arbeitet im Amt. Das Verhältnis ist schwierig. Warum ist das so? Sie kommen vom Planet Spießig. Paul hatte gestern einen heftigen Streit mit Frau Thaler. Was war das für ein Streit? Liams Ball ist auf ihrem Grundstück gelandet. Riesenskandal. Paul hat halt einfach mal mit der Frau geredet. Da sind sie. Gut, ich rede mal mit denen, ne? Okay. Ich würde mir gerne mal das Zimmer des Toten angucken. Ja, gerne. Stopp, einer. Kommen Sie. Carla hat das Zimmer nebenan. Ich wohne hinten raus.
Marie-Lou und Liam am Erdgeschoss. Ach, hier? Ja. Paul hat grafisches Design studiert. Er war sehr kreativ. Aha. Ist da noch ein zweites Zimmer? Also, es können ja unmöglich alle seine Sachen sein hier. Nö, er ist ja erst vor gut 2 Wochen hier eingezogen. Ich glaube, das meiste steht noch bei seiner Ex. Ja, die hatte auf einmal einen neuen und dann musste er aus der gemeinsamen Wohnung raus. Wissen Sie zufällig den Namen dieser Ex-Freundin? Nein. Er hat immer nur von The Crazy Bitch gesprochen. Verrückte Furie oder sowas. Mich würde interessieren, wie lange Sie hier schon leben mit den beiden anderen Frauen. Seit 3 Jahren. Seitdem mein Mann tot ist. Für mich allein ist das Haus zu groß und ich wollte auch nicht wegziehen. Dann hatte ich eben die Idee mit der Wohngemeinschaft. So was Verrücktes und Lebendiges hat es hier in der Gegend wahrscheinlich noch nie gegeben. Ja, das glaube ich. Wie ist der Paul dann hier gelandet? Haben Sie den gekannt? Nein. Wir haben einen Aushang an der Uni. Normalerweise geben wir das Zimmer einer Austauschstudentin. Aber wir verbringen halt viel Zeit miteinander. Abends sitzen wir gemeinsam lang in der Küche. Ich mache mit Liam Hausaufgaben, Marie-Lou gibt uns allen Massagen. Carla kümmert sich um den Einkauf. Wir sind richtig füreinander da. Wie eine Familie. Wie hat der Paul in diese Familie reingepasst? Perfekt. Gleich am ersten Tag hat er den Kühlschrank repariert, für uns alle gekocht. Er konnte sehr lustig erzählen, wunderbar Gitarre spielen. Ja, es hat einfach Spaß gemacht mit ihm. Sag Sie, hat er sich mal mit Freunden getroffen oder so? Nee, eigentlich nicht. Ich hatte den Eindruck, das brauchte er, dieses sich zu Hause fühlen mit uns. Nach all dem Ärger mit seiner Ex. Eigentlich war alles gut. Bis jetzt. Danke. Mord. Das ist ja ein Albtraum. Wissen Sie denn irgendwie schon was Genaues, was da... Na, wir sind leider noch ganz am Anfang. Frau Thaler, Sie hatten ja gestern Streit mit Paul Jörgensen, richtig? Ja, nein. Der junge Mann ist über den Zaun gestiegen, um meinen Ball zurückzuholen. Er war auf unserem Grundstück, klar war ich sauer. Diese Leute, die... Wie ist es denn überhaupt zu dem Streit mit den Nachbarn gekommen? Die haben uns hier von Anfang an das Leben zur Hölle gemacht. Wir sind mit großen Hoffnungen hierher gezogen. Letztes Jahr musste mein Mann aufhören zu arbeiten, es ging nicht mehr. Klassisches Burnout. Ich war Finanzbeamter, gehobener Dienst, aber es war einfach alles, es ging nicht mehr. Er ist jetzt Frührentner. Unsere ganzen Ersparnisse stecken in dem Haus. Nee, wir haben vorher gewohnt an der Auffahrt von der Bundesstraße, aber wenn da die LKWs lang gedonnert sind, dann war das wie, als ob die direkt durch den Schädel fahren. Und hier? Nur ein Beispiel. Der Junge, der spielt stundenlang Basketball. Immer tack, 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 pong, tack. Und dann dieses ferngesteuerte Fluggerät, was der hat, das macht einen Surrton. Das ist Wahnsinn. Und wenn es dann mal regnet, dann geht er rein und spielt Schlagzeug. Kinder sind auch mal laut, das verstehen wir ja. Aber sollten sie nicht auch lernen, Rücksicht zu nehmen? Ja, von wem soll er das denn lernen? Die Frauen da drüben, die haben doch keine Ahnung, was das ist. Hier, alles protokolliert. Ja, okay. Baulärm, Basketballspiel auf der... Lärm durch Schlagzeugspiel, laute Musik, Partylärm. Fassen wir mal zusammen, die LKWs auf der Bundesstraße waren Ihnen lieber. Haben Sie denn mal versucht, mit den Nachbarn zu reden? Natürlich haben wir das versucht. Mehrmals, ohne Erfolg. Ja, und dann, vor 8 Wochen... hatte ich einen leichten Herzinfarkt. Mit 48. Und die Ärzte haben gesagt, es ist ein Warnschuss, haben mich eindrücklich aufgefordert, kein Stress mehr. Absolute Ruhe. Wir haben schon überlegt, das Haus wieder zu verkaufen. Es geht schließlich um das Leben von Robert. Kommt überhaupt gar nicht in Frage. Die drängen uns hier nicht raus. Wir sind absolut im Recht. Wir wollen Ruhe und Frieden. Die hat das nicht interessiert. Die denken nur an sich. Es ging, als wir eingezogen sind schon, da haben die uns einen Kuchen rübergebracht mit Nüssen. Und wir sind beide allergisch gegen Nüsse. Manchmal denke ich wirklich, die haben das damals schon geahnt. Ja, glaube ich auch. Nüsse. Das war von Anfang an eine Katastrophe mit den Thalers.
als sie eingezogen sind, ja? Kuchen. Carla, ich erzähl's doch gerade. Also, als sie eingezogen sind, da haben wir ihnen einen Kuchen gebacken. Was soll ich sagen? Der lag am nächsten Tag im Müll. Und der Thaler stand bei uns vor der Tür und hat uns erklärt, wer sich gute Nachbarschaft vorstellt. Erklärt? Der hat uns eine Liste gemacht. Und auf dieser Liste standen nur Verbote. Der Mann ist echt ein paar Jahrzehnte zu spät geboren. Er hätte einen guten Lagerkommandanten abgegeben. Was Herr Thaler als Kinderlärm bezeichnet. Kinderlärm ist Zukunftsmusik. Also, ich bin der Meinung, dass man über alles reden kann. Aber wenn man uns immer wieder anzeigt, dafür habe ich auch kein Verständnis. An Liams Rad waren ständig die Reifen zerstochen, ja? Und den ferngesteuerten Hubschrauber, hallo? Den hat der Herr Thaler mit Steinen beworfen. Das muss man sich mal vorstellen. Erwachsener Mann, ja? Also, da haben wir den dann auch mal angezeigt. Ja, es ist wirklich ein Wunder, dass niemand früher zu Schaden gekommen ist. Ja, allerdings. Alte Männer mit zu viel Zeit, die sind verantwortlich für alles Schlechte auf dieser Welt. Gut. Es geht ja hier konkret um Todesfall, ja? Also hat irgendjemand von Ihnen heute Morgen was Ungewöhnliches beobachtet? Mhm. Paul ist Frühaufsteher gewesen, um 6 ist er mal joggen gegangen. Um die Zeit schlafe ich noch. Ich auch. Ja, ich auch. Ja, dann. Vielen Dank, ne? Ja, gerne. Auf Wiedersehen. Vielen Dank, Wiedersehen. Ach, wo waren Sie eigentlich heute Morgen? Ich war im Bad. Also, ich war wach um diese Zeit, aber ich war im Bad, in der Küche Radio an. Ich habe nichts mitgekriegt. Ich war gar nicht zu Hause. Ich hatte gestern Abend ein Ziehen in der Brust, war im Krankenhaus und die haben mich über Nacht zur Beobachtung da behalten. Um 8:30 habe ich ihn abgeholt. Eins möchte ich noch sagen. Egal, wo wir gewohnt haben, wir hatten noch nie Probleme mit Nachbarn, noch nie. Wir sind hier nicht die Bösen. Nein, die streiten sich auch untereinander, äußerst lautstark und heftig. So, wie die miteinander umgehen, ich traue denen wirklich alles zu. Sagen Sie, ist das eine Überwachungskamera da oben? Ja, ja, die filmt hier den Gartenbereich. Ich hätte gerne die Bilder. Ich schicke einen Kollegen vorbei, ja? So, vielen Dank. Lochbruch. Tiefe der Wunde ca. 8 cm. Ja, ein einziger Schlag, mit großer Wucht von hinten ausgeführt. Hat das Opfer sich gewehrt? Gab es Spuren von einem Kampf? Keine Abwehrspuren. Überhaupt, sonst ist der Körper in hervorragendem Zustand. Der hat sich richtig um sich gekümmert. Ne? Wie auch immer, muss ein heftiger Hieb gewesen sein. Das Opfer hatte keine Chance. Kannst du mir irgendwas zur Tatwaffe sagen? Ja, ich habe Metallpartikel in der Wunde gefunden. Es handelt sich vor allem um Kupfer. Ein Kupferrohr? Nee, das passt nicht zur Wunde. Es muss ein spitzer, vermutlich massiver Gegenstand gewesen sein. Höchstwahrscheinlich aus einer Kupfer-Zinn-Legierung. Tja, der Rest ist dein Job. Schon irgendeine Idee? Ja, habe ich. Ich reiche das Ganze an Roswitha weiter. Paul Jürgensen, 22, aus Bremen, ist vor 3 Jahren wegen des Studiums hierher gekommen. Leben die Eltern noch in Bremen? Die habe ich benachrichtigt. Also bis vor 2 Wochen hat der Tote wohl noch mit seiner Freundin zusammengelebt. Da muss es eine ziemlich schmutzige Trennung gegeben haben. Mit der Freundin müssen wir unbedingt noch sprechen. Gut. Was noch? Paul Jürgensen ist vorbestraft wegen Sachbeschädigung. Der war ein Sprayer, Graffiti. Bis vor kurzem hat er noch Sozialstunden abgebummelt. Studentensprayer. Wieso zieht so einer in eine Mehrgenerationen-WG? Lass uns doch die WG mal durchgehen. Also, Gertrud Wolfenberg, 65. Sie hat die WG gegründet. Zweite im Bunde, Mary Lou Zischke, 44, Heilpraktikerin. Und, ja, hier, könnte dir gefallen, das Küken. Carla Herzog, 28. Die ist Fremdsprachensekretärin. Und das sind die Nachbarn, Frieda und Robert Thaler. Die haben sich öfter mal über den Lärm von nebenan beschwert. Ja, die zwei Parteien sind wie Hund und Katze. Die verstehen sich überhaupt nicht. Das hat sich so hochgeschaukelt, dass die Thalers ständig Anzeige erstattet haben. Ja, was sind das für Zeiten? Früher haben sich solche Leute noch gegenseitig vor Gericht gezerrt. Heute schlagen sie sich gleich gegenseitig direkt die Schädel an. Frieda Thaler war zur Tatzeit zu Hause. Sie hat von dem, was da drüben abgelaufen ist, nichts mitbekommen. Ihr Mann war im Krankenhaus zu einer Untersuchung. Timmermann überprüft das. Ja, das ist gerade Schichtwechsel. Die rufen zurück. Die WG-Frauen beschuldigen ganz klar die Thalers als Täter. Und die wiederum meinen, dass es drüben in der WG öfter mal geknallt hat. Das glaube ich sofort, wenn ich an meine WG-Zeit zurückdenke. Da gab es ständig Streit. Putzplan, Abwasch, naja,
gehört ja irgendwie dazu, hä? Sag mal, dieser Paul Jürgensen, der hat der WG doch das mit seiner bösen Ex-Freundin erzählt, oder? Ja, ist richtig. Ja, komisch ist nur, dass Paul Jürgensen hier in Wismar eine kleine Wohnung hat. Normal, als Mieter. Echt wahr? Ja. Also, wenn der bei seiner Freundin rausgeflogen ist, wieso zieht er dann nicht wieder zurück in seine eigene Wohnung? Das ist ein komischer Vogel, oder? Mhm. Anneke Timmermann, ihr seht euch diese Wohnung mal an. Sicher, dass Paul Jürgensen der letzte Mieter war? Ganz sicher. Brauchen Sie mich da noch? Nee, danke. Tschüss. Tschüss. Guck mal, hier wohnt eine Frau wegen der ganzen Schuhkartons. Also bei einer Frau wäre es ein bisschen ordentlicher. Naja, so ein Schweinestall wäre auch für einen Mann nicht ganz normal, ne? Sieht so aus, als hätte hier jemand was gesucht. Am besten, wir lassen mal alles so, wie es ist, ne? Ja, da soll sich mal die Kriminaltechnik drum kümmern. Komm, komm, wir gehen. Ja. Freitag. Aua! Wohnen Sie hier? Nein, nein. Ich wollte nur für meinen Kumpel hier die Blumen gießen. Die Blumen gießen, ne? Solange der im Urlaub ist. Ich habe einen Zweitschlüssel. Ist alles ganz legal. Komisch. Ich sehe gar keine Blumen. Also, was machst du hier? Oh, ich suche Paul. Paul Jürgensen? Na, steht Meier oder Müller an der Tür? Natürlich Paul Jürgensen. Was machen Sie eigentlich hier? Weil Paul Jürgensen heute früh ermordet wurde. Was? Und jetzt suchst du deinen Kumpel Paul zwischen den Socken im Schrank, oder wie, oder was? Ja, scheiße. Er schuldet mir Geld. Ich hab gehofft, ich finde hier was. Ausgehend heute, ein paar Stunden, nachdem er ermordet wurde. Hey. Ich hab bis eben mit meiner Freundin gekuschelt. Ja, das können Sie gern prüfen. Außerdem wusste ich ja nicht mehr, wo er ist. Mir hat er gesagt, er fährt für eine Weile in die Berge. Und seitdem haben Sie gar keinen Kontakt mehr? Na, der hat sich nicht mehr gemeldet. Ich dachte, der zockt mich jetzt genauso ab wie all die anderen. Um wie viel Geld geht's denn? 500 Euro hat er gebraucht, weil seine Schuhe, die nicht geknallt hat. Wie denn eigene Schuhe hergestellt? Ach, Quatsch, das ist billiger China-Scheiß. Er sprayt halt individuelle Muster drauf, will aber kein Schwein haben. Ja, ich hab ihn halt hier aus Solidarität welche abgekauft, ne? Ich meine, ein Zulabern, das konnte er. Oh shit, ey. Ist er echt tot? Woher kannten Sie eigentlich Paul? Haben Sie zusammen studiert? Haben wir mal, ja. Paul hatte längst abgebrochen, Grafikdesign. Da zählt nicht das Diplom, sondern die Idee. Was ist mit seiner Freundin? Die beiden, die sind noch im Streit auseinander. Stimmt das? Hä, was für eine Freundin? Na, die ihn neulich aus der gemeinsamen Wohnung rausgeschmissen hat? Nee, Paul hatte keine Freundin. Und wenn er eine gehabt hätte, dann hätte er nicht mit ihr zusammen gewohnt. Paul war mehr so der unverbindliche Typ. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Ich verstehe, was Sie meinen. Er hat mit halb Wismar geschlafen, also in der Altersklasse von 20 bis 30. Hat er denn zuletzt mit irgendeiner Frau Ärger gehabt? Und davon habe ich nichts mitbekommen, nö. Ja, Paul hat die Weiber zwar reihenweise flachgelegt und ausgenutzt, aber er hatte den Dreh raus, wie er damit durchkommt. Das Geheimnis hätte er mal an mich weitergeben sollen. Okay, der gute Paul hat dem Mädels-WG also was vorgemacht. Ja, sieht ganz so aus. Es gibt keine Ex-Freundin. Ja, ein Zimmer hat er auch nicht gebraucht. Aber warum wollte der unbedingt da einziehen? Na, vielleicht, weil er die Frauen abzocken wollte.
Wie sieht's denn auf seinem Konto aus? Braucht er Geld? Überprüft es mal. Okay. Leute, ich würde mal sagen, er denkt zu kompliziert. Vielleicht wollte Paul auch einfach noch ein bisschen Spaß haben. Ich habe hier nämlich die Videoaufzeichnung von Robert Thalers Überwachungskamera. Also, der wollte ja eigentlich nur seinen Gartenbereich filmen, ne? Aber die Kamera tut's nicht, oder was? Doch, der hat hauptsächlich das Haus seiner Nachbarn gefilmt. Ist gar nicht erlaubt. Das stimmt, aber dafür ist es sehr spannend. Er hat nämlich auch Pauls Zimmer gefilmt und seinen nächtlichen Besuch. Bitte schön. Wir verlassen den jugendfreien Bereich. Das ist Carla. Ja, und jetzt haltet die Stimmung. Ich zeige euch nämlich jetzt, was da zwei Tage vorher los war. Dasselbe Zimmer, derselbe Mann, aber, ups, eine andere Frau. Mary Lou und Paul? Jetzt aber? Wie, der hat sich der Paul erst in die WG getrickst? Ja, und dann holt er sich der Reihe nach die Frauen in die Kiste. Ja, man zahlt sich so manches gerne in der WG, hä? Aber vielleicht wollten die Frauen in dem Fall gar nicht so gerne teilen. Eifersucht, ein klassisches Mordmotiv. Ja, also jedenfalls Grund genug für einen ordentlichen Zoff in der WG, ne? Ich bestell die beiden mal ein. Das war Rosi. Und was ist? Hat sie die Mordwaffe? Die fährt jetzt noch mal zum Haus. Wie hat er das nur geschafft, die alle rumzukriegen? Eigentlich schade, dass er tot ist, hä? Ich habe nichts gesagt. Ja, ich dachte schon, dass Paul und ich, dass wir zusammen sind. So. Und dann das hier. Okay. Sie haben also gewusst, dass Paul was mit Mary Lou hatte, ja? War ja nicht zu überhören. Und? Böse Überraschung, oder? Nee, es war keine Überraschung. So wie Mary Lou ihn die ganze Zeit angemacht hat. Immer diese zufälligen Berührungen und ihr, Paul, soll ich dich mal massieren? Und dann geht der Typ auch noch darauf ein. Direkt vor ihren Augen. Machen wir uns nichts vor, der Paul hat sie gedemütigt. Das ging wirklich nicht von mir aus. Ich hatte ja gemerkt, dass es zwischen Paul und Carla gefunkt hat. Da wollte ich das natürlich respektieren. Ja, den Respekt kann man ganz deutlich erkennen. Ja, Paul hat einfach keine Ruhe gegeben. Da sind die Hormone manchmal stärker als der Geist. Und es tut mir auch nicht leid. Ich meine, ich bin 44. Hallo, so ein junger, knackiger Kerl wie Paul, der begegnet mir höchstens noch im Traum. Und es war dann so schön, da wollten Sie einfach mehr. Ja, davon hätte ich gerne mehr gehabt. Sehr viel mehr. Ich hatte viele Gründe, Paul Jürgensen nicht zu töten. Frau Herzog, haben Sie Paul getötet? Ich? Paul töten? Aber wie denn? Mit dem Schlag auf dem Hinterkopf zum Beispiel. Wissen Sie was? Dieses Gerede von der harmonischen Wohngemeinschaft, ja, wo immer einer für den anderen da ist. Also ich glaube, es wird Zeit, dass wir mal erzählen, wie das Leben in der WG wirklich war. Doch, wir sind eine gute Wohngemeinschaft. Wir waren zumindest mal. Aber in letzter Zeit hat Mary Lou nur noch an sich gedacht. Wissen Sie, haben Sie nicht die Würmer gesehen in der Küche? Die sind nur da, weil Mary Lou ihr Bierzeug nicht richtig lagert. Und dann, ich hatte neulich ein Vorstellungsgespräch. Was macht Mary Lou? Sie vertauscht meine Gesichtscreme in ihrer dämlichen, selbstgemachten Ringelblumensalbe, obwohl sie genau weiß, dass ich die nicht vertrage. Und natürlich bekomme ich einen fiesen Hautausschlag am nächsten Tag. Ich hatte Pickel im ganzen Gesicht. Die beim Vorstellungsgespräch dachten, ich hätte eine ansteckende Krankheit oder so. Danke, Mary Lou, danke. Wollen Sie mal sehen? Hier. Mal ehrlich, ist doch Körperverletzung, oder? Nur damit sie Paul für sich haben kann. Wie hat Carla das alles verdaut? Das mit Carlas Eifersucht, das ist einfach immer schlimmer geworden. Paul brauchte mir nur Hallo zu sagen, da hat die sich sofort dazwischen gequetscht. Ich wusste gar nicht, dass die so wenig Selbstbewusstsein hat. Ja, sie war wohl sehr aufgebracht. Ja, ausgerechnet. Carla hat sich jeden Tag was Neues für mich überlegt. Zum Beispiel hat sie meinen Biokäse aus dem Kühlschrank gegessen und ihn mit so einem Pseudo-Industriemist ersetzt. Ja, und meine Shampooflasche, mein ayurvedisches Shampoo, da hat sie Farbe reingegeben. Ich hatte blaue Haare. Hier, ich habe ein Foto. Oh. Aber die Krönung war,
Sie hat der Lehrerin meines Sohnes eine E-Mail geschrieben, dass ich zu betrunken bin, um zum Elternsprechtag zu kommen. Also das muss man sich mal vorstellen. Ich konnte das gerade noch richtig stellen. Woher haben Sie denn gewusst, dass Carla die Mail geschrieben hat? Naja, weil sie am Nachmittag an meinem Computer war. Aber nachher wollte sie es natürlich nicht gewesen sein. Nee. Egal, wie wütend Carla war. Weder sie noch ich haben Paul getötet. Wir hätten uns das schon arrangiert. Also meinetwegen auch zu dritt. Ja, polyamorös. Ich bin für alles offen. Schön. Ach, das sind doch eher Bagatellen und überhaupt. Wenn, dann hätte doch wohl Mary Lou einen Grund, Carla umzubringen. Ja, und die eifersüchtige Carla hätte einen Grund, Mary Lou zu töten. Ja, aber tot ist dieser Paul. Wie passt das zusammen? Ach, wenn du nicht mehr weiter weißt, komm von irgendwo ein Timmermann daher. Hast du irgendwas zu den Schulden des Opfers? Hat er irgendwo bei anderen Leuten noch Außenstände? Naja, also die Bankdaten haben jetzt nichts ergeben. Und Verträge oder Schuldscheine habe ich auch nicht gefunden. Was mit dem sozialen Umfeld? Ich meine, bevor er in die WG gezogen ist. Die Telefondaten habe ich angefordert. Aber studentisches Milieu, nichts Relevantes. Also die WG oder die Nachbarn? Was mit denen? Habt ihr die mal durchleuchtet? Ich habe im Krankenhaus nachgefragt. Eine Schwester hat bestätigt, dass Robert Thaler heute früh um 8:30 von seiner Frau abgeholt wurde. Die beiden haben sich bedankt und nett verabschiedet. Aber damit hätte nur er ein Alibi, sie aber nicht. Ja, genauso wenig wie diese WG-Frauen. Also, dass die alle angeblich tief und fest geschlafen haben sollen, reicht mir da nicht. Gut, also wir wissen jetzt immerhin, dass es in dieser WG nicht so kuschelig zugegangen ist, wie die behauptet haben. Na, also Streitereien um Mehlwürmer und irgendwelche Salben. Ja, aber wir haben nichts, was die Frauen konkret mit der Tat in Verbindung bringt. Nichts. Noch nicht. Muss wieder die Tatwaffe. Ups. Oh nein. Robert! Würdest du Robert, bitte dafür sorgen, dass dieses Ding nicht bei uns im Garten fliegt? Herr Thaler, kommen Sie mal kurz. Haben Sie diese Videos, die Sie da von Paul Jörgensen und seinen nächtlichen Besuchen gemacht haben, die sind illegal, das wissen Sie, ne? Das war doch nur, um den Lärm zu dokumentieren. Die haben das da bei offenem Fenster stundenlang. Da lebt ein Kind mit im Haus. So etwas ist doch nicht erlaubt. Wenn es mal zu einem Prozess kommt, dann haben wir eine echte Trumpfkarte. Das hat sich ja jetzt erledigt, ne? Schönen Tag noch. Mit diesem Sauzahn wurde das Opfer erschlagen. Mit diesem was? Das ist ein Sauzahn, ein Gartenwerkzeug. Damit lockert man Erde auf. Der hier ist aus einer Kupferlegierung. Dem Zustand nach zu urteilen, war er regelmäßig in Gebrauch. Deshalb der Kupferabrieb in der Wunde. Genau. Und auch wenn den jemand sorgfältig abgewischt hat. Blut hinterlässt Sporen. Also ein zufällig erschlagener Maulwurf kannst du ausschließen, ja? Naja, also wenn du mich so fragst, dann ja. Er wird wohl hier an einem dieser Haken gehangen haben, aber ich habe ihn in dieser Kiste gefunden. Versteckt unter Schürzen, Handschuhen, Arbeitskleidung. Und das alles hier gehört ja zur WG der Frauen, ne? Weiß man denn, wer das Ding regelmäßig benutzt hat? Ja, witzigerweise sind die Werkzeuge alle mit Namen markiert. Und der hier gehört? Gertrud. Das geht gar nicht. Och, komm, bitte, da haben wir doch drüber geredet. Das tut mir wirklich leid. Nee, Mary Lou, die verdächtigen mich, nur weil du nicht die Finger von Paul lassen konntest. Jetzt hört mal zu. Wir stehen das durch. Aber zusammen. Hm? Die Polizei ist da. Einfache Frage. Ist das Ihr Sauzahn? Ja. Oh mein Gott. Damit wurde Paul erschlagen? Ich habe gestern damit gearbeitet. Aber ich habe das hinterher im Garten liegen gelassen. Das hätte jeder nehmen können. Es tut mir leid, dass ich das nicht vorher erwähnt habe, aber ich bin ganz schön durchgerüttelt. Also das ist das Tatwerkzeug. Es wurde sorgfältig abgewischt und in Ihrer Truhe versteckt. Also Sie können uns jetzt nicht erzählen, dass Sie davon nichts gemerkt haben. Schwer zu glauben. Also, wenn einer von uns Paul erschlagen haben sollte, dann ja wohl kaum in unserem eigenen Garten. Für wie blöd halten Sie uns eigentlich? Okay, Paul Jörgensen war kein Student. Und er wurde auch nicht von seiner Freundin auf die Straße gesetzt. Was? Ja, der Mann hat Sie angelogen. Haben Sie es gewusst? Warum sollte er das tun? Der kommt drauf an, was er hier wollte. Fehlt Ihnen vielleicht irgendetwas? Wertgegenstände? Was anderes? Nee, bei uns gibt's auch überhaupt nichts zu holen. Das ist doch alles ein riesiges Missverständnis.
Mehlwürmer sind die Larven von Mehlkäfern. Ein Vorratsschädling, aber ausgesprochen eiweißhaltig. Timmermann, du musst dein Essen nicht mit uns teilen. Kathrin, Mehlwürmer werden normalerweise an Terrarientiere verfüttert. Nur die hier, die sind für den Chef. Ja. Mehlwürmer, das ist eine ausgezeichnete Angelkelle. Ganz genau. Ich habe die Bankdaten von Paul Jürgensen noch mal angesehen. Und laut Auszügen war der vor kurzem in einem Angelshop. Er hat die Mehlwürmer gekauft? Ja, ein Verkäufer hat ihn erkannt. Was, und dann hat er die im ganzen Haus verteilt? Warum hat er das gemacht? Also die Salben, diese Haargeschichte, die E-Mail an die Schule. Na gut, das können wir aber alles nicht beweisen, das mit der Plage schon. Ja, wir sind übrigens nicht die Einzigen, die auf diese Idee gekommen sind. In dem Angelshop hat sich noch jemand erkundigt, ob dieser junge Mann die Mehlwürmer gekauft hat. Das war gestern. Und die Beschreibung passt auf Gertrud Wolfenberg. Okay. Also was immer Paul Jürgensen vorhatte. Diese Gertrud weiß mehr, als sie uns gesagt hat. Na, es waren einfach zu viele Mehlwürmer. Zu viele auf einmal. Und da hatten Sie Paul im Verdacht? Nachdem er eingezogen ist, ist die Stimmung immer gereizter geworden. Und am Anfang habe ich gedacht, na ja, ein junger Mann, Mary Lou, Carla, das sind halt die Schwingungen. Aber das mit der Ringelblumensalbe, das war dann komisch. Warum? Das traue ich Mary Lou einfach nicht zu, dass sie sowas mit Absicht tut. Nein. Und Paul war der Einzige von uns, der so früh auf war. Ab da war ich misstrauisch. Sag mal. Marco. Danke. Okay. Sie waren also ganz offensichtlich im Unisekretariat. Haben sich nach Paul Jürgensen erkundigt. Dann haben Sie dann ja erfahren, dass er gar nicht mehr studiert, ne? Ja, und dann Ihre Recherche im Angelshop. Der Verkäufer hat ihn ja erkannt. Ja. Ja, da konnte er nichts mehr abstreiten. So klein mit Hut war er dann. Ja, und dann? Also, am nächsten Morgen war er ja dann tot, ne? Ich habe ihm nur gesagt, dass er weg sein muss, wenn ich aufwache. Und dass ich ihn nie wieder bei uns sehen will. Er hat meine Mädels gegeneinander aufgewiegelt. Haben Sie denn eine Ahnung, warum er das getan hat? Was hat er denn davon gehabt? Vermutlich Spaß. Ich weiß es nicht, er hat es nicht gesagt. Aber er hat sich entschuldigt. Und haben Sie Ihren Mädels davon erzählt? Nein. Ich wollte nicht, dass die beiden überreagieren. Ja, uns haben Sie auch nichts gesagt. Ja, es war vermutlich falsch. Aber Mary Lou und Carla sollten davon nichts erfahren. Wissen Sie, diese WG, dieses Leben mit diesen beiden jungen Leuten. Für mich kommt einfach nichts anderes mehr in Frage. Aber Paul hat das nicht interessiert. Der wollte dieses wunderschöne Leben in der WG einfach nur zerstören. Also, Frau Wolfenberg, was ist passiert? Hat er sich geweigert, auszuziehen? Sie glauben, ich habe Paul getötet? Sie irren sich. Ihm wurde ein Sauzahn auf den Kopf gehauen. Sie wissen, wie groß er war? Ich kann meinen Arm nicht weiter heben als bis hier. Teilversteiftes Schultergelenk, Arthrose. Da. Mehr geht leider nicht. Sie können gern bei meinem Orthopäden nachfragen. Und dass meine beiden Mädels genauso unschuldig sind wie ich. Dafür lege ich jederzeit die Hand ins Feuer. Und wenn die drei Frauen sich abgesprochen haben, ich meine, Gertrud Wolfenberg konnte vielleicht ihren linken Arm nicht heben. Aber die zwei aufhetzen, das könnte sie. Also die Frage ist doch immer noch, was wollte Paul Jürgensen in der WG? Also erst wollte er da unbedingt einziehen, dann hat er stumm gemacht. Wollte der das ganze Haus für sich? War das jetzt eine feindliche Übernahme oder was? Vielleicht wollte er sich betüdeln lassen, ein bisschen Spaß haben. Entschuldigung, aber da verteilst du doch keine Mehlwürmer. Wer weiß, Lars, noch haben wir das Rätsel ja nicht entschlüsselt. Mahlzeit, ich hab was für euch. Die meisten Schuhabdrücke im Garten der Villa waren verwischt oder undeutlich. Aber an einer Stelle hatte ich Glück. Zuerst dachte ich, ich könnte dieses Profil dem Opfer zuordnen. Das Opfer hat Schuhgröße 44. Das hier ist aber eine 43,5. De facto eine halbe Nummer kleiner. Ist mir zuerst gar nicht aufgefallen. Ja, dann waren das die gleichen Schuhe, nur eben kleiner. Waren das Sportschuhe? Mhm. Aha. Wir kennen jemanden, der trägt die gleichen Schuhe. Ja, ich habe Schuhgröße 43,5. Was, und deswegen ziehen Sie mich hier vor allen Leuten aus der Vorlesung?
Ey, der Prof ist der Vater von meiner Freundin, der kann mich sowieso nicht ab. Und jetzt doch sowas wegen meiner Schuhgröße? Und weil Sie uns belogen haben, junger Freund. Was? Sie haben unseren Kollegen heute Morgen gesagt, dass Sie nicht wissen, wo Paul Jörgensen sich aufgehalten hat. Aber wir sind uns ziemlich sicher, dass Sie das schon gewusst haben. Sie waren doch auch da, richtig? Kommen Sie mal her. Gleiche Größe, gleiches Profil. Wir können Ihre Schuhe auch in die KTU geben. Und selbst wenn Sie das Profil mit einer Zahnbürste reinigen, werden wir die passenden Erdpartikel darin finden. Na, Kollege, was ist los? Das Opfer hatte Schulden bei Ihnen, ne? 500 Euro. Aber dafür den Schädel einschlagen? Da ging es um noch mehr Geld. Nein, 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 nein! Ich war da, ja, aber gestern. Gestern Nachmittag. Ah. Naja, Paul war ja angeblich im Urlaub. Aber gestern, da sehe ich ihn in der Stadt. Ne, beim Einkaufen. Mit drei Frauen. Und mir erzählt er, er ist im Urlaub. Haben Sie ihn angesprochen? Ja, das wollte ich, ja. Aber dann war ich neugierig. Was war denn das für eine Nummer? Ich bin Ihnen gefolgt, zu Ihrem Haus. Und dann sind Sie da wieder abgehauen. Das glaubt Ihnen doch kein Mensch. Das können Sie vergessen. Ich fand das schon völlig schräg. Ich war halt abends unterwegs, ein bisschen was getrunken. Und auf dem Heimweg bin ich dann noch mal dahin. Ich war halt neugierig, was da abgeht. Und, was ist da abgegangen? Ich habe mich hingesetzt, mein Heimwegbier getrunken und auf einmal geht die Tür auf. Und Paul schleicht raus. Geht rüber zum Nachbarhaus zur nächsten Frau. Haben denen die drei in dem Haus nicht gereicht, oder was? Hey, Paul war ja schon immer ein bisschen freakig, ja? Aber ich dachte mir jedenfalls, egal, was der da abzieht, mein Ding ist das nicht. Mein Bier war leer und ich bin heim. Bitte, meine Freundin kann das bestätigen. Auch, dass ich heute früh lange im Bett lag. Es sei mir nur lieb, dass Sie diesmal so befragen, dass Ihr blöder Vater das nicht mitkriegt, okay? Also, wenn ich noch mal zusammenfassen darf, ja? Paul ist heimlich rüber zur Nachbarin, zu Frieda Thaler. Ja, was weiß ich, wie die heißt. Ich weiß halt nur, dass er hin ist. Jo, bedankt. Paul Jörgensen und Frieda Thaler kannten sich. Paul Jörgensen wurde wegen Sachbeschädigung verurteilt zu 60 Sozialstunden. Ja, das wissen wir. Ja, aber ihr wisst nicht, wo er die Sozialstunden abgeleistet hat. Im Gartenbauamt. Da arbeitet Frieda Thaler. Ja, das ist wohl kein Zufall, oder? Warum hat sie uns das nicht gleich gesagt? Was hat die zu verbergen? Ja, ich kannte Paul. Ich war seine Sachbearbeiterin. Die jungen Leute, die bei uns Sozialstunden ableisten, bei den meisten weiß man gleich, dass die es nie kapieren. Da ist man froh, wenn die wieder weg sind. Und was war mit Paul? War der irgendwie anders? Er war engagiert. Er hatte stets für alle ein gutes Wort. Ich mochte ihn. Und dann, als es meinem Mann schlechter ging, ich war verzweifelt. Paul hat das gemerkt, hat gefragt, wie es mir geht, was los ist. Es hat so gut getan, mal alles von der Seele zu reden. Die Sorge um Robert, die Wut auf diese Frauen, auf diesen Krach, auf dieses Chaos. Und dann? Dann hat Paul diesen Vorschlag gemacht. Ich habe zuerst gedacht, was ist das denn? Der Plan war, dass er in diese WG zieht. Er hat gesagt, dass er mir hilft, dem Elend ein Ende macht. Die Wohngemeinschaft sprengen, so hat er das genannt. Er fand es lustig. Und er meinte, eine Hand wäscht die andere. Ich weiß, das klingt verrückt, aber die Frauen haben eh gerade jemanden gesucht. Und Paul hat gemeint, in zwei Wochen kriegt er das hin. Das ist komplett absurd. Ich habe ihm auf der Arbeit natürlich ein paar Erleichterungen verschafft. Eine gute Sozialprognose und ich habe ihm Geld gegeben. 2.500 Euro sofort und 2.500 Euro als Erfolgsprämie. Was, was? Das ist immer noch billiger als ein endloser Gerichtsprozess und aussichtsreicher. Aber es ist auch völlig idiotisch. Ich musste was tun. Noch ein Herzinfarkt hätte mein Mann nicht überlebt. Haben Sie davon gewusst? Nein. Ich wollte doch nur, dass wir beide hier glücklich sind. Es ist ja auch ganz gut gelaufen. Wir haben uns ein paar Mal getroffen, heimlich, in der Stadt. Da hat er immer gesagt, alles läuft nach Plan. Ja, und gestern ist er aufgeflogen, heute ist er tot. Paul Jürgensen ist gestern Abend noch mal zu Ihnen gekommen. Er hat gesagt, es tut ihm leid, er kann mir nicht helfen. Und so weiter. Dass es ihm um die WG leid tut. Ja, Sie haben sich so auf ihn verlassen. Und dann kommt der Typ und sagt, sorry, klappt nicht.
Spießer. Wir hatten eine Vereinbarung. An die hat er sich nicht gehalten. Frau Thaler, ich glaube, wir nehmen Sie mit aufs Revier. Aber meine Frau hat mich morgens im Krankenhaus abgeholt. Ja, 8:30. Nein, sie war viel früher da. Sie war es nicht. Ja, verstehe ich doch. Schönen Dienst noch. Tschüss. Reuter. Ja, was gibt's? War die Nachtschwester vom Krankenhaus. Habt ihr endlich mal erreicht. Ach, das Alibi von Robert Thaler. Ja, die ihre Unterlagen noch nicht zusammen und gecheckt. Weiß ja auch, Krankenhäuser, da ist ja nur Chaos, ne? Kommt keine Arien, gleich auf den Punkt. Robert Thaler hat sich heute Morgen früh um 6 selber entlassen. Ach, nee. Ja, der sollte ja eh nur eine Nacht bleiben. Und er war früh wach und das Frühstück im Krankenhaus ist ja auch kein Bleibegrund jetzt. Also hat Thaler gelogen. Der wurde gar nicht 8:30 entlassen. Sag bitte sofort Lars und Katrin Bescheid. Okay, danke, Timmermann. Tja, Herr Thaler, Neuigkeiten. Sie haben das Krankenhaus heute Morgen um 6:15 verlassen. Was? Robert? Ich dachte, ihr hättet eine Affäre. Oh, wieso das denn? Ich hab mich immer gefragt, was macht so ein junger Kerl da drüben in dieser WG? Und die einzige Erklärung war doch, dass die haben den reingeholt, um uns auseinanderzubringen. Ich meine, das sah doch alles aus wie gewollt, dieses ganze Rumgemache mit den Frauen da ohne Vorhänge und ich hab doch gesehen, wie dich das interessiert. Natürlich, weil es genau so abgemacht war. Er sollte uns helfen. Das wusste ich doch nicht. Ich wusste, dass ihr euch heimlich trefft. Oh Gott, wir haben geredet. Wir wollten doch nur... Oh Gott. Okay, Herr Thaler, was ist heute Morgen passiert? Ich war um 6:45 zu Hause. Und da ist Paul gerade vom Joggen zurück. Ich dachte, der kommt bei uns aus dem Haus. Die beiden hätten ausgenutzt, dass ich nicht da bin. Steht er so vor mir, grinst blöd, völlig verschwitzt und sagt auch noch, schönen Gruß an ihre Frau. Bin ich völlig ausgetickt, bin hinter ihm her, plötzlich dieses Ding in der Hand und... Lager da. Hab ich den Sauzahn genommen, drüben in den Schuppen von der WG gestellt und dann ist doch eigentlich alles sowieso deren Schuld da drüben. Und dann sind Sie ins Krankenhaus zurück. Dann haben Sie sichergestellt, dass die Schwestern Sie noch mal sehen. Dann haben gewartet, bis Ihre Frau Sie abholt. Ich wollte doch auch nur, dass wir beide hier glücklich sind. Männer um zu viel Zeit. Ach komm, Mary Lou. Da drüben ist irgendwas gewaltig schiefgelaufen. Oh Gott, Frau Thaler sieht gar nicht gut aus. Ich gehe mal zu ihr rüber. Ich komme mit. Wartet. Lassen wir ihr noch ein bisschen Zeit. Hm? Und liegt der Fall auch noch so schwer? Wir bleiben cool und denken quer. Dann kommen wir drauf. Dann drehen wir auf und aus dem Wind wird ein Orkan. Wir fegen los die Straßen lang. Wir finden jeden Mister unbekannt. Ob kleine Fische, ob großes Moos, die Soko-Wismar-Powered-Los.